Hallo und herzlich willkommen bei Gregors Cooking Spot. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinem letzten Video vom Tri-Tip habe ich euch ja schon die ausgezeichnete Fleischqualität des Australian Angus vorgestellt. Und heute präsentiere ich euch einen weiteren Cut vom Australian Angus. Wir grillen ein Flanksteak mit Knoblauchbrot und gegrillten Strauchtomaten. Das Flanksteak stammt aus dem Bauchlappen des Rinds, der sogenannten Dünnung, und ist in Deutschland nur schwer zu finden, während man es in den USA in fast jedem Supermarkt bekommt. Seine besonderen Merkmale sind die feine Marmorierung und der niedrige Fettgehalt, der gerade mal bei ca. 8% liegt. Werners Metzgerei hält auch dieses exquisite Stück Fleisch für euch bereit, das wie das Tri-Tip auf seinem Seeweg nach Deutschland bereits zur Perfektion gereift ist. Alles, was ihr für die heutige Zubereitung braucht, habe ich euch wie immer aufgebaut. Alle ergänzenden Infos findet ihr wie immer in der Beschreibung. Für unser Knoblauchbrot brauchen wir ein schönes Knoblauchöl und dazu verrühren wir ca. 30 ml Rapsöl, einen Teelöffel meiner Knoblauchgewürzmischung sowie drei Knoblauchzehen in einem kleinen Gefäß und stellen es erstmal kühl. Im nächsten Schritt verpassen wir unserem Flanksteak einen beidseitigen zarten Ölmantel und würzen mit Salz und Pfeffer aus der Mühle. Jetzt massieren wir die Gewürze gefühlvoll und zärtlich ins Fleisch ein und lassen es noch ein paar Minuten ruhen, bevor es auf den Grill geht. Den Grill haben wir uns in der Zwischenzeit auf volle Leistung hochgezogen und grillen unser Flanksteak nach der bekannten 10-2-Methode, die ich in früheren Videos bereits ausführlich erklärt habe. Jede Position durchläuft bei mir ca. 3 Minuten und da ich meinen Grill gut kenne, weiß ich, dass nach dem letzten Positionieren das Fleisch ca. 40 Grad Celsius hat. Perfekt, denn jetzt drehe ich meine Brenner ab und lasse das Steak bis zu einer Kerntemperatur von ca. 52 Grad Celsius auf der indirekten Zone weiterziehen. Die Gelegenheit nutze ich und bereite die Beilagen für den Grillvorgang vor. Danach gebe ich sie bis zum Erreichen des Garpunkts vom Fleisch auf die Ablage des Grills und lasse bei geschlossenem Deckel das Brot schön kross und die Tomaten weich und mürbe werden. Bei ca. 50 Grad Celsius nehme ich unser Flanksteak vom Rost und lasse es bis zur Kerntemperatur von 55 Grad noch ein wenig ruhen. In der Zwischenzeit sind unsere Beilagen fertig und wir machen weiter mit dem Anschnitt. Absolute Punktlandung, ein Traum in Rosa, genauso soll es sein und wir machen weiter mit dem Anrichten. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer nicht mehr zu sagen als guten Appetit und vielen Dank dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht mehr ein Like und ein Abo dazulassen und dann sehen wir uns bald wieder auf Gregors Cooking Spot.